Seid gegrüßt, ihr Pilgerinnen und Pilgerinnen aus der ganzen Welt und aus Berlin. St. Jacobi hat eine Vision. Wir schreiben das Jahr 2025. In Jacobi finden alljährlich die Pilgervespern statt. Hier ist ein Treffpunkt, ein reger Austausch von den Erfahrungen des Weges. In den monatlichen Pilgervespern gibt es ein Lichtritual, was der ein und andere ja schon auf seinem Weg kennengelernt hat. Hier gibt es die Möglichkeiten, Gleichgesinnte zu treffen und sich über die Erfahrung des Weges auszutauschen. Pilgern ist unterwegs sein. Pilgern heißt sich öffnen, sich auf die Suche machen nach etwas. Und alleine schon die Suche selbst, das Losgehen, ist schon das Ziel. Viele finden beim Pilgern zu sich selbst und darüber hinaus auch zu Gott. St. Jacobi ist die älteste Kirche in Kreuzberg von 1845. Es ist eine wunderschöne Kirche mit einem großen Garten, der viele Menschen einlädt, hier zu verweilen. Eine Oase mitten in Kreuzberg. Das Pilgerzentrum zieht Pilgerinnen und Pilger aus nah und fern an. Sie finden hier regen Austausch, lebendige Begegnung und vor allem können sie über ihre spirituellen Erfahrungen auf ihren Lebenswegen berichten und Gleichgesinnte treffen und in die Gemeinschaft der Pilgernden aufgenommen werden. Außerdem gibt es ja das Stadtpilgern, das durch Thomas Knoll hier besonders gefördert wird. Das Pilgerzentrum kommt natürlich nicht ohne andere Menschen aus, die ihre Erfahrungen weitergeben, die Lust haben, andere Menschen zu begleiten auf ihren Lebenswegen. Das Pilgerteam, dazu gehören ausgebildete Pilgerbegleiterinnen und Begleiter hier aus der Landeskirche und aus anderen Regionen. Hier wollen wir vor Anker gehen, hier wollen wir unsere monatlichen Treffen machen und hier wollen wir Messen feiern, hier wollen wir uns austauschen, hier wollen wir uns fortbilden. Hier wollen wir Kontakte knüpfen und Beziehungen pflegen. Und von hier wollen wir ausströmen nach Brandenburg und an andere Orte. Wir wollen uns um die spirituellen Impulse auf den Wegen kümmern. Wir wollen Anregungen geben, wie auf den Wegen Herbergen entstehen. Und Gastfreundschaft, die Gemeinden öffnet für Menschen, die vielleicht weit weg sind von Kirche und anderen Dingen. Wir wollen also hier ganz besonders die Menschen ansprechen, die noch gar nicht wissen, dass sie auf einem Pilgerweg sind, nämlich auf ihrem Lebensweg.